Alles, was alles, was ist, Fit for Kids, Fit for Kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir, seid ihr hier, Nasirat und Atfal, um zu sehen, was genial. Alles, was alles, was ist, Fit for Kids, Fit for Kids. Mit Ernst oder Witz bringen wir, seid ihr hier, Nasirat und Atfal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Kinder, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fit for Kids. Mein Name ist Alvina. Und mein Name ist Mavis. Du sagst klar, dass ihr heute eingeschaltet habt. Alvina und ich werden euch heute durch die Sendung begleiten. Das Thema der heutigen Sendung lautet Yomi Masih Maut alaihi salam. Genau, im Laufe der Sendung werden wir euch viele interessante Informationen über das gesegnete Leben unseres geliebten Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Qadiani, alayhi salam, mitgeben. Dabei fangen wir wie immer mit einer schönen Rezitation aus dem Heiligen Koran an, vorgetragen von Tanzila und mit einem Hadith, das uns Sabiha und Sibra vortragen. Danach folgt ein wunderschönes Nazm von Ashir. Das ist natürlich nur der Anfang, denn dann tragen uns Mariam, Sharim und Mirab Offenbarungen vor, Asche und Hasche den Lebenslauf und Scheister die Begebenheiten. At last but not least wird uns dann Adran ein Buch vorstellen. So, fangen wir nun mit der Rezitation aus dem Heiligen Koran an, von Tanzila an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Und gedenke der Zeit, der Jesus Sohn, der Maria sprach, O ihr Kinder Israels, ich bin Allahs Gesandter an euch, Erfüller dessen, was von der Tora vor mir ist, und Bringer der frohen Botschaft von einem Gesandten, der nach mir kommen wird. Sein Name wird Ahmed sein. Und als er zu ihnen kam, mit deutlichen Zeichen sprachen sie, das ist offenkundiger Betrug. Jazakallah für das wunderschöne Tilawat. Machen wir nun weiter mit einem Hadith von Sabiha und Sibra. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. An Abi Hurairata radiyallahu anhu ta'ala kunna julusan indan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama iz nazalat alayhi suratul jumu'ati falamma qara'a wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim qala rajulun ma haula'i ya rasulullah falam yuraji'hun nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama hatta sa'alahu marratan أو مرتين أو ثلاثا قال ففينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال
لو كان الإيمان إرد السرج لنا له رجال من هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Als er den Vers rezitierte und unter den anderen von ihnen, die sich ihnen noch nicht zugesellt haben, fragte einer der Anwesenden ihn: Wer sind Sie, o Gesandter Allahs? Zu der Zeit saß auch Salman, der Perser, unter uns. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam drehte sich zu ihm hin, legte seine Hand auf ihn und sagte: Selbst wenn der Glaube bis hin zum sieben Gestirn hinaufstiege, das heißt, komplett von der Erde verschwände, würde es einige von seinen Leuten geben, die den Glauben auf der Erde wiederherstellen werden. Hadith Bukhari. Jazakallah. Das war ein schöner Beweis von den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam über die Ankunft des verheißenen Messias al-Islam. Nun werdet ihr, liebe Kinder, ein schönes Nizam für den verheißenen Messias al-Islam von Ashir vorgetragen bekommen. Lied für Masih Maud von Hadayatullah Hibsal. Kennt ihr den Mann, der das Kreuz zerbrach? Der die Finsternis nahm und wie Jesus kam. Kennt ihr den Mann, der tötete das Schwein? Er war ein Freund Allahs und ein Diener des Namas. Er war der Prinz des Friedens. Er war der Stern des Südens, er erleuchtete die Welt, hat Islam neu erhellt. Kennt ihr den Mann, Licht des weißen Minarets, der den Dajjal besiegte und den Krieg bekriegte? Kennt ihr den Mann, den Sohn Mohammed? Er war ein Prophet unserer Zeit, Herr der Gerechtigkeit. Er war der Prinz des Friedens, er war der Stern des Südens, er erleuchtete die Welt. Hat Islam neu erhellt. Kennt ihr den Mann, zu dem Allah sprach, dessen Gebet er hört, dessen Wort sein Schwert? Kennt ihr den Mann, Mut dem Finsteren nach, der den Weg uns zeigt, sich in Liebe verneigt? Er war der Prinz des Friedens, er war der Stern des Südens, er erleuchtete die Welt, hat Islam neu erhellt, hat Islam neu erhellt. Du Sakala, das Nazim war ja sehr herzberührend. Liebe Kinder, ihr interessiert euch jetzt bestimmt für das Leben des verheißten Messias al-Islam und wer überhaupt Messias wurde. Fangen wir nun mit den Offenbarungen an, den verheißten Messias al-Islam von Allah, vorgetragen von Maryam, Salim und Medab. Jetzt kein Vertrauen, dieses unbeständige Leben. Vom Himmel wurde Milch herabgesandt, bewahre sie. Sie werden zu dir kommen auf allen fernen Wegen. Werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen. Ich behüte jeden, der in deinem Hause ist. Ist Allah nicht genug für seinen Diener? Das sind ja schöne Offenbarungen, findest du nicht auch?
Ja, Maschallah, das regt einen wirklich zum Nachdenken an. Jedoch, bevor wir hier die ganze Zeit anfangen nachzudenken, sollten wir auch vorankommen, oder? Ja, genau. Schließlich sind ja unsere jungen Zuschauer über das Leben des verheißenen Messias sehr gespannt. Dieses werden euch Aschel und Haschel grob vortragen. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Unser Thema lautet Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani a.s. Der verheißene Messias a.s. hieß mit vollem Namen Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Er wurde am 13. Februar 1835 in Qadian geboren. Sein Vater hieß Hazrat Mirza Murtaza Sahib. Seine Mutter Hazrat Jarak Bibi Sahib. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani erhielt Privatunterricht im Heiligen Koran und in Persisch von Herr Fazl. Wortbildung brach ihn Gul Ali Shah Sahib bei. Von 1864 bis 1868 arbeitete Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani in Sialkot. 1864 wurde ihm die erste Offenbarung runtergesandt. Darin stand, du wirst ein Alter von 80 Jahren erlangen, etwas mehr oder etwas weniger. Du wirst eine ganze Generation sehen. Die Mutter starb 1868. Im Juni 1876 starb der Vater von Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani und wurde in der Masjid Aqsa Qadian begraben. Am Ende des Jahres 1890 wurde dem verheißenen Messias alaihi salam offenbart, dass Jesus verstorben ist und er als diese Person gesandt worden ist. So gab Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani bekannt, der verheißene Messias zu sein. Am 27. Dezember 1891 fand die erste Jalsa Salana in Qadian statt. 75 Menschen nahmen darin teil. In der Jalsa Salana von 1892 nahmen 327 Ahmadis teil. 1892 lud der verheißene Messias alaihi salam die Gegner zum Duell auf, die ihm des Glaubens beschuldigt hatten. 1893 schrieb der verheißene Messias alaihi salam einen Brief an Königin Victoria und lud sie in Islam ein. Am 26. Mai 1908 verstarb der verheißene Messias. Liebe Kinder, wie wir eben gehört haben, hatte der verheißene Messias al-Islam ein sehr gesegnetes Leben gelebt. Auch wir sollten versuchen, unser Leben so wie er vorbildlich zu gestalten. Also, ich finde das sehr interessant, dass der verheißene Messias al-Islam so sehr gebildet war. Genau, auch wir sollten uns unendlich viel Wissen aneignen, damit wir der Jamaat erfolgreich dienen können. Inshallah. Inshallah. Kommen wir nun zu den Begebenheiten, die uns Scheister erzählen wird. Bismillahirrahmanirrahim. Begebenheiten. Liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen im Folgenden den großartigen Mann Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani näher bringen, indem ich euch einige Begebenheiten aus seinem segenreichen Leben erzähle. Hierbei möchte ich vor allem zeigen, wie sehr er Kinder liebte und wie sehr er sich um sie sorgte. Hazrat Masih Maud a.s. war sehr freundlich gegenüber allen Kindern und er liebte sie. Wenn er einem Kind etwas gab, forderte er dies sogleich auf, es mit den anderen Kindern zu teilen. Eines Tages bat der Sohn des Küchenhelfers Hazrat Masih Maud a.s. ihm auch etwas zu geben, woraufhin er seinem Sohn viele leckere Mangos gab und ihn bat, diese mit seinen Freunden zu teilen. Daran erkennt man, dass er auch fremde Kinder wie seine eigenen behandelte und ihnen ebenso viel Liebe schenkte. Ein anderes Beispiel seiner Liebe gegenüber Kleinkindern ist das Mal, als er über längere Zeit hinweg mit Mühe ein Buch schrieb, welches von einem Kleinkind in seiner Abwesenheit zerstört wurde. Anders als man es von anderen Erwachsenen kennt, schrie er dieses Kind nicht an. Im Gegenteil, er wurde nicht einmal wütend. Stattdessen war er dankbar, denn er sah es als Zeichen Gottes, dass er noch ein fabelhafteres Buch anfertigen würde. Und dies tat er,
und schrieb noch so wunderbare Bücher, die noch heute unser Leben und Denken bewegen. Man erkennt so viel Weisheit und Liebe in Hazrat Masih Maud alaihi salams Verhalten, dass man nicht anders kann, als Liebe für diesen beeindruckenden Mann zu empfinden. Zazakallah. Ich habe jetzt nun Lust, mehr über den verheißenen Messias alaihi salam herauszufinden. Denn er ist der Grund, weswegen unsere Jamaat heute existiert. Liebe Alvina, ich bin mir sicher, auch unsere liebe Zuschauer möchten mehr wissen. Jedoch gibt es dazu viele interessante Informationen, um heute alle zu erzählen. Denn sonst sitzen wir ja noch morgen hier. Ich habe eine Idee. Wir können ja hier ein Buch vorstellen lassen, damit wir zu Hause selber noch einmal mehr über den verheißenen Messias alaihi salam erfahren. Namen Allahs des Gnädigen und immer Barmherzigen. Durch Allahs Gnade habe ich heute die großartige Möglichkeit, euch das Buch Spiegel der Schönheit zu präsentieren. Das Buch hat Hazrat Mirza Bashir Ahmed 1962 geschrieben. In einem sehr spannenden Schreibstil wird uns die Vorbildlichkeit und die Persönlichkeit des weißen Messias erzählt. Die deutsche Übersetzung hat Hedayatullah Hübsch, Maria Majid und Tariq Habib Sahib 1992 geschrieben. Und nur damit ihr einen guten Eindruck kriegt, möchte ich euch etwas vom Buch vorlesen. Soeben kommt mir ein weiteres interessantes Beispiel in den Sinn für umfassende Vergebung und Gnade des verheißenen Messias gegenüber allen. Sheikh Yaqub Ali, ein bekannter Journalist, berichtet in seinem Buch Hayati Ahmed darüber, dass sich der verheißene Messias einmal in Lahore aufhielt und nach dem Gebet in einer örtlichen Moschee noch vorweilte. Da wurde er plötzlich von einem Starkmann überfallen, welcher sich für einen Mahdi ausgab und gleichzeitig ein Kalma des Inhalts aussprach, dass der Mahdi ein Gesandter Gottes sei, anstelle der muslimischen Kalma. Mohammed ist der Gesandte Gottes. Er griff den verheißenen Messias plötzlich von hinten an und versuchte, ihn mit aller Gewalt zu Boden zu reißen. Dieses gelang ihm nicht, aber wie ich aus anderen Quellen erfahren habe, taumelte der verheißene Messias etwas und verlor dabei beinahe sein Turban. Jedoch ein aufrichtigter Gefährte, Sayyid Amr Ali Shah von Sialkot, war zugegen und hielt den Angreifer fest. Um ihn gleich abzuwehren, gerade war er dabei, ihn für diese Beleidigung und Gesetzübertretung zu bestrafen, als der verheißene Messias ahnte, was er mit dem fraglichen Mann vorhatte und ihm mit einem äußerstlichen Bewusstseinslächeln entgegnete, sagte er: Schasab, lassen Sie den Mann gehen. Der hat nichts getan. Der arme Kerl denkt, ich hätte ihm seinen Titel gestohlen. Sheikh Yaqub Ali fuhr folgendermaßen fort: Der verheißene Messias war nun weiter. Er blickte Vorwände zurück, damit keiner der Ahmadis aus Ärger den Mann schlage. Und er betonte nachdrücklich, keiner dürfe ihm ein Leid antun. Dem armen, ekligen Mann soll vergeben werden und er soll in Ruhe gelassen werden. Dies ist dieselbe umfassende Eigenschaft der Vergebung und Gnade, jene Jamali-Ausstrahlung, die er in einer seiner Gedichte wie folgt ausdrückt: Ich höre meine gemeine Beschimpfung von anderen und bete für die Verbesserung. Diese Leute, ja, das Mitleid fließt in mein Herzen und Ärger und Unmut habe ich in mir reduziert. Ich würde euch allen Zuschauern dieses Buch empfehlen, weil es viel Weisheit und Wissen über den verheißenen Messias enthält. Möge Allah uns allen die Kraft dazu geben, dieses Buch zu lesen und viel Weisheit und Wissen dadurch zu erwerben. Amin. Jazakallah, jetzt bin ich beruhigt und kann zu Hause auch einen Blick in das Buch hineinwerfen, um mehr über den verheißenen Messias alaihi salam zu erfahren. Genau, liebe Kinder, ich hoffe, ihr habt heute sehr vieles Neues dazugelernt und wisst jetzt, wie besonders die Persönlichkeit des verheißenen Messias alaihi salam ist. Oh nein, das hört sich ja wie ein Ende an. Ja, leider ist es auch eins, aber natürlich sehen wir uns inshallah wieder, oder? Ja, natürlich, inshallah. Und als krönender Abschluss noch ein Tarana. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Lief für Mathieu Maud von Hedayatullah Hübsch.
Er war die Rose in der Wüste und sehnte sich nach Allahs Regen, bis der Engel ihn mit Ilham grüßte und ihm brachte Allahs schönsten Segen. Er war Prophet, Imam der Zeit, wie von Mohammed prophezeit. Er überwand der Welten Leid, wie von Mohammed prophezeit. An Wundern schenkte Gott ihm viel, so die Khutba Ilhamia. Mit ihm erreichen wir unser Ziel, durch Tränen in seinem Betuldua. Er war Prophet, Imam der Zeit, wie von Mohammed prophezeit. Er überwand der Welten Leid, wie von Mohammed prophezeit. Durch ihn verkündete uns Allah den Weg Mohammeds auf neue Art. Der Frieden von Bistim und Buddha ist Zeichen für diesen neuen Staat. Er war Prophet, Imam der Zeit, wie von Mohammed prophezeit. Er überwand der Welten Leid, wie von Mohammed prophezeit. Allah liebt ihn, liebt ihr Land. Dann folget ihm in Tat und Wort. Sein weißes Minarett ist da, das Licht an seinem Himmelsort. Er war Prophet, Imam der Zeit, wie von Mohammed prophezeit. Er überwand der Welten Leid, wie von Mohammed prophezeit. Er war Prophet, Imam der Zeit, wie von Mohammed prophezeit. Er überwand der Welten Leid, wie von Mohammed prophezeit.